Sissy, das kaiserliche Serienoriginal, ist da auf RTL Plus 6 Folgen. Dominic Davenport spielt Sissy und er spielt Franz. Ich freue mich sehr. Yannick Schümann, wie geht's dir und wo bist du? Hallo, mir geht's gut. Mir geht's gut, sehr gut sogar. Ich glaube, die Frage, die du wahrscheinlich am meisten beantworten musstest, war, Yannick, war dieser Bart echt? War das dein eigener Bart? Das war einer der Top 3 Fragen. Die anderen beiden verrate ich dir vielleicht nicht oder vielleicht stellst du sie mir noch. Ja. Ja, er war echt. Oha. Und wie hat dein Umfeld so darauf reagiert? Im Prinzip war es auch einfach nur ein Schnurrbart, ne? Ein Schnurrbart, den ich habe wachsen lassen. Das Umfeld fand es eigentlich ziemlich cool. Ich fand ihn auch ziemlich cool. Ich finde vor allem Männer mit Schnurrbärten auch sehr attraktiv und finde, dass, wenn ich das so als Franz betrachte, passt das total. Das ist ein super Look. Zu Yannick passt es privat nicht. Würde ich an der Stelle auch unterschreiben. Ihr erzählt, man sagt, die düstere Seite der Geschichte von Sissy. Was kannst du den Leuten verraten, die noch gar nichts davon mitbekommen haben, dass ihr das Ding nochmal neu angepackt habt? Uns war ganz wichtig, dass wir die alten Sissy-Filme, die Klassiker aus den 50ern, nicht ersetzen wollen. Ja? Wir wollen sie als Traditionskultfilme behalten und wir finden die wunderbar, so wie sie sind. Sie sind natürlich sehr zuckerübergossen und zeigen eine sehr schöne Seite von Sissy, so die klassische Prinzessin-Geschichte. Eine Prinzessin oder ein Mädchen, Herzogin, verliebt sich in einen Kaiser, wird Kaiserin, wird auserwählt, eigentlich sollte es ihre Schwester sein, und nun kommt sie an den Hof und da ist alles ganz wunderbar. Und so war das, glaube ich, in Wirklichkeit nicht. Und wir versuchen mit unserer Serien-Neuinterpretation diese wirklich krasse Frauenrolle neu darzustellen. Und wir zeigen eben ein junges Mädchen, das mit 15 als Jungfrau an den Wiener Hof kam, eigentlich total die Rebellin ist und ein freilebender Mensch. Und nun wird sie eigentlich eingesperrt in diesen goldenen Käfig und kommt da überhaupt gar nicht zurecht und hat einen Mann an ihrer Seite, Kaiser Franz Josef, der mit 6 Jahren ins Militär gesteckt wurde, mit 18 Kaiser wurde, jetzt Mitte 20, ist Anfang Mitte 20, der von seiner Mama permanent gesagt bekommt, Gefühle sind ein Zeichen von Schwäche und der Frauen eigentlich nur als sexuelles Objekt sieht, um quasi seine Aggression rauszulassen. Er hat Kriege zu führen, ja, er hat die Doppelmonarchie aufrechtzuerhalten. Und die beiden treffen jetzt aufeinander und sie möchte als liebende Frau wahrgenommen werden und er muss regieren und kann Frauen eigentlich noch nicht als romantisches Konzept verstehen. Und die müssen sich jetzt annähern. Und dafür haben sie 6 Folgen Zeit. Reicht das? Heißt ja nicht, dass sie es schon endgültig schaffen. Wir erzählen ja, wir machen keine großen Sprünge. Ich glaube, wir erzählen so die ersten 3-4 Jahre von Elisabeth am Wiener Hof. Die zweite Staffel wurde ja schon bestätigt. Wir drehen nächstes Jahr die zweite Staffel. Ich kenne das bei Serien, dass ich manchmal denke, muss man jetzt noch eine zweite, dritte, vierte Staffel produzieren? Wurde nicht eigentlich schon alles gesagt? Aber das Spannende an der Figur Elisabeth ist, es wird bei ihr, je älter sie wird, umso spannender. Also da ist noch weit Luft nach oben und das können wir auch, also Dominik und ich, gar nicht selbst spielen, weil wir später einfach nicht mehr dem Alter entsprechen würden. Aber da gibt es noch ganz viel Platz. Oder sie warten einfach, nach der zweiten Staffel wird entspannt 15 Jahre gewartet. Wir warten einfach, genau. Und wir warten auch. Warst du von Anfang an besetzt als Franz oder hattest du ein reguläres Casting? Ich hatte ein ganz reguläres Casting. Ich bin zum Casting gegangen und hatte vorher auch eine ganz klassische Self-Tape-E-Casting-Nummer zu Hause. Weil du bist ja so Household Name, als kam Yannick Schümann spielt Franz, habe ich so gedacht, ja klar. Wer denn auch sonst? Nee, da war ein ganz schöner Run drauf, glaube ich. Also, ich glaube, generell wurde man quasi, haben viele, viele Jungs letztes Jahr 2 Castings gemacht. Einmal für Netflix Franz und einmal für RTL Franz. Und bei RTL habe ich es geschafft. Naja, aus Höflichkeit frage ich mal nicht, ob du bei Netflix auch beim Casting warst. Du hattest dir extra einen Schauspielcoach für die Rolle genommen oder hast du bei jedem Film, den du machst, einen Schauspielcoach? Genau, ich arbeite generell mit Schauspielcoach zusammen. Ich arbeite mit Jens Roth zusammen, seit kurzem mit Jens Roth zusammen. 9 Tage wach war die erste Rolle, die ich mit ihm erarbeitet habe. Und der sitzt in Berlin und hat für mich eine ganz tolle Art und Weise, wie man sich einer Rolle annähert. Und das hat für mich auch wieder super funktioniert bei Franz.
Und wie läuft das? Du kommst mit so einem Stapel für 6 Folgen hin und sagst so, Jens... Frag mich mal den Text ab. Nee, seine Technik nennt er Source Tuning. Und das, was total spannend ist, er arbeitet mit Energien und man muss quasi dafür zugänglich sein, empfänglich sein. Ja? Man muss so eine kleine Spiriade haben. Er arbeitet mit Energien und was total spannend ist, um das mal kurz runterzubrechen, man sitzt auf einem Stuhl, so ist eine Session, man sitzt auf einem Stuhl, er sitzt etwas weiter von dir entfernt und fragt dich, du musst quasi in deine Rolle gehen, du musst Franz sein und er fragt dich, wo nimmst du deine Mutter wahr beispielsweise, ja? Die Energie. Und dann ist es ganz absurd, weil du sitzt auf diesem Stuhl und du spürst irgendwo Energie. Ob das um dich herum ist, ob du eine Energie im Bauch fühlst, ob du Energie was auf den Schultern, im Nacken, es ist total frei. Ich kann Beispiel aus 9 Tage wach nehmen, weil das war für mich das Krasseste damals. Da habe ich bei meinem Stiefvater eine Energie gespürt, links hinter mir, die mich immer so klein hat machen werden lassen. Ja? Und ich war immer so ein bisschen eingeknickt und habe so ein Boxen in der Seite gespürt. Und das wird dann noch sehr viel intensiver besprochen. Ich kürze das jetzt mal ab. Das, was diese Technik aussagt, ist, dass der Körper sich am Ende, am Drehort, an diese Energien erinnert. Und das stimmt total. Nämlich jedes Mal, als ich mit meinem Stiefvater eine Szene gespielt habe, habe ich diese Körperlichkeit angenommen, weil ich quasi mich an diese Energie zurückerinnert habe. Und das ist für mich eine total spannende Herangehensweise an Rollen und wie man auch quasi körperlich was verändert. Und das haben wir für Franz auch gemacht. 69 Drehtage warst du Franz. Welcher war denn mit Abstand der beschissenste? Der beschissenste? Man hat normalerweise immer so einen Drehtag, an dem man nach Hause kommt und denkt, ich habe so scheiße gespielt. Also jetzt checken die Leute das, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur betrüge. Bei Sissy hatte ich das gar nicht. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Abend nach Hause gegangen bin und dachte, boah, das war jetzt mega geil. Aber da war irgendwie... Ich fand, diese ganze Drehtage waren so harmonisch, und es war wirklich eine richtig, richtig fantastische Zeit, ne? Das, was einfach, ich will es nur nicht als beschissen betiteln, was total anstrengend war, war, den ganzen Tag diese Uniform zu tragen, den ganzen Tag auf diesen hohen Schuhen rumzulaufen, in einem Studio zu drehen. Nun war das Studio sehr gut, weil es waren ganz hohe Decken. Normalerweise sind Studios oft sehr stickig und die Luft steht, ja, und am Ende des Tages riecht es eigentlich nur noch nach Schweiß. Sowas ist denn eher das. Wir hatten irrsinnig lange Drehtage und dann kommst du nach Hause und bist einfach so krass erschöpft und die Kriegstage, wir haben 2 Schlachtstage gehabt und diese Tage waren für mich die mit Abstand spannendsten Drehtage meines Lebens. Das war unfassbar. Trotzdem bin ich auch an dem Abend nach Hause gegangen und habe gespürt, was ich tagsüber gemacht habe. Und ich war auch vor den beiden Drehtagen so, dass ich dachte, krass, ich hoffe, mein Körper hält durch. Also, Yannick, ja, du musst dir die Kraft einteilen, weil das werden körperlich super intensive Drehtage. Und das war auch wirklich der Fall. Warum waren denn diese 2 Schlachttage die spannendsten deines Lebens? Naja, weil du musst dir vorstellen, wir waren auf einem Riesenfeld. Es gab 150 Komparsen, die um uns herum eine Choreo hatten und quasi mit Schwertern gegeneinander gekämpft haben. Es gab David und ich, also der den Grüne spielte und ich, und ein Stunt-Team bestehend aus 15 Männern, mit denen wir 2 Wochen lang trainiert haben. Eine Choreo, die wir super konzentriert einhalten mussten, weil das bedeutete, ich liege auf dem Boden, ich werde von jemandem, der sich auf mich raufsetzt und mich quasi töten möchte, und ich weiß, ich muss links, rechts, links machen. Wenn ich das aber vergesse oder erst rechts, links, rechts mache, dann bekomme ich halt eine Faust ins Gesicht. Und das ist einfach zusätzlich zum Spiel und zu dem Adrenalin, das dazu kommt, super anstrengend, sich an diese Choreo zu erinnern, weil da geht es wirklich ums Ganze. Nach jedem Take dauerte das eine halbe Stunde, bis man wieder drehen konnte. Das war für uns gut, weil wir wieder Kraft tanken konnten, aber die ganzen Explosionen mussten neu vorbereitet werden. Um uns herum sind so Erdlöcher in die Luft gesprungen und es gab brennende Pferde und es gab echte Schüsse, natürlich alles mit Fake-Pistolen. Ne? Aber das war, einen Tag davor haben wir eine Probe gehabt am Drehort und ich saß da und ich habe mir das so angeguckt, so ein bisschen aus der Entfernung und dachte irgendwie, krass, du bist Schauspieler. Das war so einer der Momente, an dem ich dachte, heftig. Heftig, dass ich gerade ins 19. Jahrhundert tauche und auf einmal Krieg spiele. Das war abgefahren. Und das Gute ist, wir können es uns alle angucken. Und was, glaube ich, jeder mitbekommen hat, war vor
nicht allzu langer Zeit dein Outing und hinterher die Kampagne Act Out. Und da hast du einen Satz gesagt, den habe ich sehr hart gefühlt, weil ich den auch mal so empfunden habe. Du hast gesagt, ich will viel mehr dieser Schauspieler für andere junge SchauspielerInnen sein, den ich früher gebraucht hätte. Und ich habe das auch so gedacht, auch früher. Warum ist da keiner? Warum ist man selber irgendwie so der Erste? Als Moderator geht das irgendwie noch, weil es gab irgendwie ein, zwei offen homosexuelle Moderatoren. Aber generell habe ich auch so gedacht, wenn man das jetzt macht, und du hast ja auch gesagt, du hast als Jugendlicher gedacht, ich kann nicht schwul sein, weil sonst kann ich nicht Schauspieler werden. Oder das schließt halt Türen. Und das habe ich auch gedacht. Und deswegen finde ich es so toll, dass diese Generation von jungen Leuten jetzt einen Jannik Schümann hat und noch so viele Menschen mehr, die alle mit da drauf waren auf diesem Cover, das bis nach Hollywood gehört und gesehen wurde. Wie geht's dir heute, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, als das alles so passiert ist? Es war ein tolles Jahr diesbezüglich und ich bin einfach irrsinnig stolz, Teil dieser Kampagne gewesen zu sein. Ich bin irrsinnig stolz, dass ich vorher diesen Post für mich gemacht habe. Jetzt haben wir auch bald, also am 26. letztes Jahr habe ich das ja gepostet, das Foto mit Felix. Und das war einfach irgendwie, ich habe das Gefühl, ich gleite immer noch so auf dieser Welle der Liebe, die mich da überrollt hat. Damit, mit dieser Resonanz habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich war schon mir ziemlich sicher, das wird jetzt nicht, ich werde jetzt nicht das Ende meiner Karriere erleben und die Leute werden mich hassen, weil ich dachte, ich habe tiefes Vertrauen in den Menschen, denke mir, nee, die feiern das, die unterstützen das. Aber ich habe natürlich mit irgendwelchen Hasskommentaren gerechnet. Und die gab es ja wirklich überhaupt nicht. Das heißt, es war wirklich eine riesige Flutwelle der Liebe. Und ich finde toll, was seitdem passiert ist. Ich finde toll, dass Act Out diese Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich höre von KollegInnen, die Teil des Manifests waren oder der Initiative, die Probleme haben mittlerweile, weil sie dann doch besetzt werden für nur lesbische oder nur homosexuelle, also schwule Rollen. Und hoffe, dass sich das für die ändert. Ich kann mich da aber leider nicht mit zuzählen, weil ich großes Glück habe oder vielleicht ist es auch gar kein Glück. Ich weiß nicht, was es ist, aber für mich hat sich nichts verändert. Ich habe eher das Gefühl, dass ich noch ein stabileres Fundament habe jetzt, auf dem ich stehe und in gewisser Weise irgendwie noch glaubhafter, ernsthafter wahrgenommen werde. Und habe jetzt Franz spielen dürfen und werde weiterhin Franz spielen, ob das jetzt wirklich so war, weiß man ja auch nicht, ne? Den wir als super heterosexuellen Monarchen darstellen. Ich drehe gerade eine Serieproduktion, in der ich wirklich so einen absoluten Macho spiele. Das heißt, ich bekomme gerade eher so das Gegenteil an Rollen angeboten, wie quasi einige erwartet hätten. Ich glaube, Westphal zählt dazu, ne? Da warst du Nick Limbach. Wer war das? Westphal, genau. Westphal war davor noch, ne? Aber Westphal, ist eine ZDF-Eventserie, die von Benedikt Gollhardt geschrieben wurde, der auch den gleichnamigen Roman verfasst hat. Und das ist ganz anders als Sissy, eine Serie, die im Jetzt spielt. Und so ein bisschen die Schiebung nach rechts in der Gesellschaft thematisiert. Und aus meiner Person rausgesprochen handelt diese Serie von einem jungen Mann, der damals eine alkoholkranke Mama hatte, einen Papa, den er nie kennengelernt hat. Der ist total geschwommen, hat Halt gesucht und wurde aufgenommen in seiner Jugend von einer rechtsextremen Frau, die das sich quasi vorgenommen hat, diese heimlosen Kinder zu sich zu nehmen und ihr rechtes Gedankengut durch Manipulation und Liebe und Aufmerksamkeit, die sie diesen Kindern schenkt, in diese Kinder reinzupflanzen, damit die quasi Terrorattacken planen können. Und mein Charakter, der Nick, hat sich daraus befreien können, weil er dann irgendwann doch festgestellt hat, das läuft hier gerade eigentlich alles überhaupt nicht gut. Schafft es zum Aussteigerprogramm, hat eine irrsinnig lange Strafakte und geht quasi einen Deal ein mit dem Verfassungsschutz, dass er denen helfen kann, diese Frau auffliegen zu lassen. Als Bezahlung quasi wird seine Strafakte gelöscht und er kann eine neue Identität annehmen. Emma Barding in der weiblichen Hauptrolle, ganz großartige Schauspielerin. Genau, großartig. Mhm. Und wenn jetzt 2022 also es weitergeht mit Sissy, hast du dann noch Zeit für andere Projekte oder brauchst du dann auch bei so aufwendigen Dreharbeiten viel
Zeit, um wieder aufzuladen? Ich hatte jetzt nach Sissy und der Produktion, die ich jetzt gerade drehe, 2 Monate Pause. Und ich habe zwar quasi in diesen 2 Monaten mich vorbereiten müssen, auch wieder sehr intensiv. Die Vorbereitungen fanden aber in Berlin statt. Aber diese Zeit habe ich wirklich gebraucht, weil ich nach dem Sissy-Projekt schon, ich war jetzt nicht, meine Kraft war nicht verschwunden, aber ich war schon müde und dachte mir, uff, jetzt nochmal so ein Monstrum zu stemmen, könnte ich, glaube ich, gerade nicht. Das ist jetzt irgendwie super, das ist, da habe ich eine ganz tolle Rolle. Ich darf leider, glaube ich, noch nicht sagen, worum es geht, aber ich habe eine ganz tolle Rolle, auch eine große Rolle, aber bei weitem nicht so groß wie die von Franz. Freue mich jetzt einfach total auf die 2. Staffel von Sissy und der große, große Vorteil ist, dass ich diese Rolle schon kenne. Das heißt nicht, dass ich mich nicht weniger gut darauf vorbereiten muss, weil ich werde natürlich 6 Bücher bekommen, mit denen wir arbeiten, aber diese krasse Rollenvorbereitung, die habe ich natürlich schon letztes Jahr gemacht. Das heißt, ich habe ein Gespür für die Rolle, ich weiß, wie die Rolle geht, ich weiß all das, was furchtbar ist für einen Schauspieler, für eine Schauspielerin, die erste Woche, die ersten 2 Wochen am Set, wenn man das Gefühl hat, ach du Scheiße, ich muss jetzt erstmal meinen Charakter finden, ja, ich weiß noch überhaupt nicht, wie ich gehe, wie rede ich, was habe ich so für eine, wie bewege ich mich überhaupt, das habe ich alles schon bei Franz. Das heißt, da, das wird ein bisschen entspannter. Genau. Und dann ist August und das, dann gibt es immer noch 4 Monate 2022, die gefüllt werden können. Wer weiß? Sissy gibt es bei RTL Plus und ist akut sehenswert. Der männliche Hauptdarsteller Yannick Schümann, vielen Dank für deinen Besuch in der Web Talk Show. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und du hast wie immer eine unglaubliche Möglichkeit jetzt noch. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Du hast doch noch einen Moment Zeit, drüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und was euch total hilft, ist, wenn ihr euch traut, ihr selbst zu sein. Und damit nicht nur einfach das, was die Gesellschaft von euch erwartet, weil ihr irgendein Geschlecht habt oder so ein Quatsch, sondern wirklich das macht, was ihr wollt. Weil ihr seid die Hauptdarsteller und am Ende eures Lebens ist es geil, wenn ihr sagen könnt, ich habe gemacht, worauf ich Bock hatte und nicht das, wofür ich von der Gesellschaft Applaus bekommen habe. Lebt euer Leben. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend um 19 Uhr zur Web Talk Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Yannick Schümann. Bis dann. So, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. ich nutze das jetzt einfach mal und fasse dieses blöde, nervige Corona-Thema auf. Ich wünsche mir, dass Leute aufhören, wahnsinnig egoistisch zu sein und mehr solidarisch zu handeln. Ich wünsche mir, dass Leute sich impfen, dass wir wieder freier miteinander leben können. Ich vermisse es, auf große Konzerte zu gehen. Ich möchte wieder das alte Leben zurück. Ich möchte, dass die Kultur wieder lebt. Ich gehe ins Theater. Ich setze auch gerne eine Maske auf im Theater. Es ist trotzdem schöner, wenn wir all diese Hürden nicht mehr hätten. Und dafür müssen wir einiges tun und als Gesellschaft was bewirken. Und da ist quasi Impfen die einzige Chance, die wir gerade haben. Und deswegen bitte, bitte lasst euch impfen.